Servus Leute, willkommen wieder mal aus unserer Werkstatt und heute habe ich für euch ein ganz interessantes Projekt oder Projekt, einen kleinen Zwischenstand und zwar der 100 Kubik Too Fast Water, den werden die meisten von euch kennen, den haben wir jetzt quasi über den Winter ausgebaut, denn der Flo, der Besitzer, filmt das Ganze gerade und wir haben gesagt, ja eigentlich, was ich bei seinem Setup natürlich ist cool, der hat Leistung ohne Ende, also der ist jetzt wirklich nur grob auf der Straße abgestimmt worden und hat 30 PS am Hinterrad gehabt. Mit einer Prüfstandabstimmung war er da natürlich noch mehr drin. Und was aber, sage ich, fast nur wichtiger ist als die Leistung, wie haltbar ist das Ganze? Weil was bringt es da, wenn man ein Setup um, sage ich, ein paar tausend Euro zusammenbaut und dann ist es nach einer Saison fertig gefahren? Wir haben jetzt eigentlich eine Saison hinter uns. Eigentlich hauptsächlich Vollgas und kein Alltagsbetrieb, also wirklich, wenn sie gefahren worden ist, dann war der Hahn immer voll offen. Und wir hätten gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt durch. Als erstes haben wir das Getriebe abgelassen. Wenn wir das jetzt ein bisschen schwenken, sieht man, da das Ganze ist ein bisschen glänzen, da ist ein bisschen Abrieb drinnen. Das Ganze, da darf man sich nicht schrecken. Das Ganze ist nur von der Kupplung. Die Kupplung reibt natürlich immer ein bisschen beim Anfahren, beim Beschleunigen und so, kann sein, dass die immer ein bisschen durchrutscht. Das ist einfach der Abrieb, was da entsteht. Dann haben wir bei der Ölablassschraube, wenn man da schaut, sind ein paar Späne drauf. Ich hoffe, man erkennt es. Das Ganze ist auch normal, denn der Motor war ja komplett zerlegt. Jedes Lager ist neu gegeben worden. Der Motor ist einfach komplett neu zusammengebaut worden. Und natürlich jedes Lager, was neu drin ist, tut sich wieder ein bisschen einlaufen. Und wenn jedes Lager noch ein bisschen was abgibt, kommt da halt ein bisschen was zusammen. Als nächstes hätten wir gesagt, nehmen wir den Zylinder herunter. Das geht eigentlich eh recht schnell. Der Wahrheit. Drehen wir das Ganze mal auf. Ja, wie man sieht, eigentlich null Ablagerungen. Eigentlich ein ziemlich schönes Spülbild, siehst du? Zu jedem Kanal ist immer was. Ein bisschen, was man sieht, ist ein bisschen zu fett gelaufen. Aber wirklich nur minimalst. Und so von den Spuren her, du siehst, du hast eigentlich überall noch einen Kreuzschliff und ein paar kleine Riefen sind. Das ist aber leider nicht zum Vermeiden. Aber im Großen und Ganzen schaut er echt in Ordnung aus. Nehmen wir mal auf hier. So. So. Ist das eine Graphitbeschichte da? Ja. Ich sag, voll in Ordnung. Die Beschichtung ist noch, man merkt, dass es noch oben ist. So. So. Der Zylinder dann trotzdem schon aus. Das schaut aber echt noch gut aus. Der Zylinder kannst du anschauen. Ich hoffe, man erkennt was. Ja, bitte. Ja, also ich sag, du hast überall noch einen Kreuzschliff. Da ist eine kleine Riefe drin. Und ansonsten schaut der Zylinder echt in Ordnung aus. Das ist selber da. Das schaut. Das sind ja die ganzen normalen Einlaufspuren, oder? Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Und sonst, ja, siehst du da was? Ganz leicht. Es ist eigentlich nur ganz normal abgelaufen. Das Einzige, was du siehst, die Spuren da, das kann Dreck oder so gewesen sein, was vielleicht ein bisschen mit angesagt worden ist, ein bisschen Staub oder so. Das sind die feinen Kratzer. Und da oben. Und ja, das. Aber ansonsten schaut er echt gut aus. Clipse sind auch, okay. So, also den Kulm haben wir mittlerweile herunten.
Wie man sieht, wenn man jetzt ein bisschen abputzt, wir drehen ihn einmal komplett. Der hat eigentlich nichts. Das Einzige, was beim Kolben ist, ihr müsst euch das so vorstellen, der Kolben läuft in eurem Zylinder und zwischen Kolben und Zylinder ist ein bisschen ein Spiel. Und wenn jetzt das Spiel ist quasi immer mit einem leichten Ölfilm ausgeglichen, wo dann euer Kolben drauf gleitet. Die kleinen Kratzer, was ihr jetzt gerade gesehen habt, das ist einfach nur, wenn ein bisschen Dreck zwischen dem oder im Ölfilm drin ist und sie dann ganz leicht, aber das ist wirklich nur oberflächlich, ein bisschen eingearbeitet. Den Kolben, den werden wir natürlich austauschen, jetzt wo der Motor das alles heraus ist. Das einzig Gefährliche nämlich ist, wenn man jetzt wieder so einen Kolben einbaut, der bekommt halt ein größeres Kolbenspiel, also der kann zum Kippen anfangen und dann läuft der Kolben nicht mehr so, sondern dann eckt er immer an quasi ein bisschen, also dann fängt immer mehr zum Schlagen an und das war natürlich nicht so gesund. Als nächstes schauen wir uns die Kolbenwelle an und vor allem da aufs Nadellager, und das, also das Bläuel-Hauptlager. So. Dann drehen wir das Ganze ganz rauf. Da sehen wir unser Haarschaftbläuel. Und jetzt für alle ist das, glaube ich, recht interessant. Wenn eine Kolbenwelle so ein Spiel hat, ist das eigentlich, sage ich, eh normal. Und das Spiel da unten hin und her, das ist auch normal. Also das braucht sie, das muss sie haben. Und das oben, sage ich, das ist noch eigentlich ganz normal. Wichtig ist, also das Seitenspiel ist okay. Dann unten das Seitenspiel, wenn man es hin und her schiebt, das ist in Ordnung. Ja, genau, das werden sein, ich sage ein Millimeter vielleicht. Dann oben, wenn ich das kippe, ganz minimal. Und was noch viel wichtiger ist, wenn ich es auf und ab ziehe, da darf sie kein Spiel haben. Und da hat sie aber nichts, also da gibt es nichts. Das ist nur das, was du ein bisschen so hin und her spielst, was du merkst. Aber auf und ab hat sie nichts, also da, die Kurven ist vollkommen in Ordnung. Die Lager, hätte ich gesagt. Ich sage mal so, nachdem sie während dem Fahren, glaube ich, nicht wirklich ein singendes Geräusch oder so gegeben hat. Das Einzige, was man da ein bisschen hört, ist das Öl, was da natürlich noch drin ist. Aber ansonsten, die Lager können wir da auch noch probieren auf dem Polwart. Die haben gar nichts. Also das, was man da ein bisschen hört, das sind die C4-Lager, was natürlich im kalten Zustand mehr Spiel haben. Aber so im Großen und Ganzen, hätte ich gesagt, hat der Motor eigentlich nicht wirklich was, normale Verschleißerscheinungen, aber ich sage, aus 100 Kubik 30 PS oder 35 bis 38 PS Motorleistung rausholen, irgendwo muss das natürlich herkommen. Ja, ich hätte gesagt, wir hängen jetzt nur kurz auf, schrauben den Kupplungsdeckel fertig ab, holen die Kupplung raus und dann zeigen wir euch noch, wie die Kupplung ausschaut, weil ich sage, ich glaube fast, dass die Kupplung das ärgsten Beanspruchte drum am ganzen Motor ist, oder ziemlich sicher sogar. Und das ist recht interessant, wie die ausschaut. Also dann hätte ich gesagt, bis gleich. Ja. Also, wir haben unseren Duofast-Motor jetzt zerlegt, dann mit der Teilewaschanlage komplett gereinigt. Und wir werden jetzt bestellen einen neuen Dichtsatz, einen neuen Kolben, werden einfach das sogenannte Top-End wieder neu aufbauen, Kupplung, dann einfach wieder ein neues Öl einlegen, ein neues Getriebeöl kommt jetzt rein, eventuell ein paar Simmerringe austauschen und das war es dann eigentlich schon wieder mit dem großen Ganzen. Und das Allergeilste kommt jetzt da. Und zwar, wir haben mit den Duofast ziemlich große Kupplungsprobleme gehabt. Also da ist die Kupplung wirklich am Anfang permanent durchgerutscht und wir haben sie einfach nicht zum Halten gebracht. Dann wollte der Flo jetzt kein Bieder Primär kaufen, weil beim Bieder Lot Primär fällt die Kickstarterwelle weg. Ohne Kickstarter, dann habe ich gemeint, das ist ein bisschen scheiße, man muss immer anrennen. Und dann haben wir uns mit Scooterstar in Verbindung gesetzt und den haben wir einen selbst gebauten Primär. Der Primär, also unser Kupplungskorb und unser Kupplungsdeckel und die Druckplatte, der wird einfach abgedreht, ausgefräst und dadurch passt eine Scheibe mehr rein. Original ist eine 4-Scheiben-Kupplung drin, dann. Wow! Original ist eine 4-Scheiben-Kupplung drin. Dann eine Tuning-Kupplung hat 5 Scheiben und eine richtige High-End-Kupplung bzw. eigentlich Primär 6 Scheiben. Das Problem ist jetzt, 6 Scheiben bringst du in einem normalen Primär nicht rein, in einem bearbeiteten schon. Ich bin da in der Hinsicht immer ein bisschen skeptisch, weil man ja denkt, da klatscht man jetzt schon, sage ich mal, 10-mal mehr Leistung drauf als original ausgelegt und dann nehmen wir noch was vom Material weg, sprich, ich habe das eher ein bisschen kritisch gesehen, hat aber super funktioniert, die Kupplung haltet. Der Primär hat die erste Saison problemlos überstanden. Und die Kupplung, was verbaut war, das war, glaube ich, Polini. Polini, ja.
war pro Linie 6 Scheiben Kupplung, sprich 5 Scheiben mit einer Scheibe mehr halt. Und das schaut aus wie neu. Wirklich, wir haben es jetzt gereinigt, haben es da aufgelegt. Die hat nichts, die hat keine Reibspuren, die hat nichts. Also wir können es eh anschauen, die hat einfach gar nichts. Da oft sind die Metallbeläge bläulich oder ähnliches, die haben einfach gar nichts. Also die sind wirklich, die organischen Beläge zum Beispiel, wie man sieht, die sind auch im Grunde nicht abgenutzt. Die sind wie neu. Der ausgedrehte Korb, wie man sieht, also die Druckplatte, die ist da ein bisschen dünner. Die hat ein paar Spuren da drauf. Das sind aber jetzt nicht von der Kupplung selber, sondern das sieht aus wie von, schaut aus wie Rattermarken vom Drehen. Sprich, wenn das Messer ein bisschen instabil ist und ein bisschen hupft oder das Mittel nicht passt, dann entsteht sowas. Aber die Kupplung, die hat wirklich nichts. Also, ich sage mal so, wenn die nach der nächsten Saison noch immer so ausschaut, braucht man die nie mehr tauschen. Also, die ist wirklich, die haltet top. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Wie gesagt, wir machen das jetzt wieder neu, das Ganze. Dann ein paar Kleinigkeiten verbessern. Motor wird optisch ein bisschen aufgewertet, sprich neu lackiert. Und ja, eigentlich, sage ich mal, mit der richtigen Abstimmung und richtig aufbaut, ist das Ganze super haltbar. Ich will es fast behaupten, alltagstauglich, wenn du ein bisschen fertig bist in der Birne. Aber ich sage so, im Großen und Ganzen, das Setup haltet, das ist standhaft. Da hat Dufast wirklich ein super Zylinderkit und eine super Kurbel rausgebracht. Und mit den passenden Restkomponenten und das wirklich gut zusammengebaut und abgestimmt, ist das echt richtig cool haltbar, hat richtig Leistung und macht auf jeden Fall richtig Spaß. Von dem her hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dem Video. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.